Wahrscheinlichkeit, hier Opfer einer Straftat zu werden, ist so gering wie nie. Also da können wir wirklich Jahre zurückblicken, was die Kriminalitätsentwicklung angeht. Die Polizei bewegt sich immer in so einem Spannungsfeld zwischen objektiver Kriminalitätslage, die wirklich klasse und toll ist, und dem subjektiven Sicherheitsgefühl. Also die Menschen fühlen sich nicht unbedingt sicherer, obwohl die Zahlen rückläufig sind, sondern die subjektive Sicherheit wird von ganz vielen Faktoren beeinflusst. Das sind halt nicht nur die Zahlen, sondern das hat auch was mit der Wahrnehmung von Polizei im öffentlichen Raum zu tun, nehme ich die überhaupt wahr. Es hat was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Ja? Also wenn ich selber in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation bin, fühle ich mich auch insgesamt unsicherer. Es ist eine Entwicklung weltweit, also fühle ich mich durch Veränderungen in der politischen Lage, die ganze Diskussion über Europa, ja, kann die Menschen auch beeinflussen, was das Sicherheitsgefühl angeht.